So, das Ding ist immer noch in der Mache. Ist okay. Game Grinder. Also es sollten die... Warte mal. Oh. Wir brauchen für jeden... Für jede Art von Edelstein ein so ein Grinder. Das finde ich mal lästig. Vor allem kommt auch Stein noch auf ganz andere, einfachere Weise. Gib mir mal hier Useless Ruby. Tu das mal da rein. Useless Ruby. Ich hoffe, man macht jetzt irgendwas nicht völlig falsch. Hier, mehr Speed. Und da wird jetzt ein bisschen Stein rauskommen. Also wenn da jetzt nicht 1000 Steine mehr rauskommen oder so, wäre ich sehr enttäuscht. Das eine Ärmchen wird das gar nicht packen, oder? 10. Ernsthaft? Warum holst du es nicht raus, weil du da gar nicht ankommst? Okay. Du da, du da. Ja, also wir können das useless Zeug zu jeweils 10 Steinen machen. Das ist sehr, sehr wenig. Also wir haben insgesamt vielleicht 300 useless ore. Naja, okay, das sind 3000 Steine. Das haben oder nicht haben. Die Sache ist nur, wenn ich es wirklich drauf anlegen wollen würde, könnte ich hier eine riesige Steinfabrik aufziehen, indem ich einfach ganz viele Pumpen hochziehe, die ganz viele Fabriken füttern, die Wasser herstellen und das Wasser wird in Tanks gepumpt und die Tanks werden regelmäßig einfach zerstört. Und dann werden die wieder mit Wasser gefüllt und wieder zerstört. Und während der ganzen Zeit wird Stein produziert. Das wäre der Plan. Alternativ könnte ich auch einfach ganz viele MK1 Steam Engines mit Wasser befüllen. Dann würde ich auch genug Stein bekommen. Also es gibt andere, effektivere Wege, an Stein zu kommen, anstatt, ne, kaputt zu hauen. Zumal es ja noch Strom braucht, ne? Und Pollution produziert. Energy Consumption 1,4 Megawatt plus 80%. Das ist mehr als unser Schmelzöfen verbrauchen, oder? Ja, so viel wie 6 Schmelzöfen. Um Steine herzustellen. Okay, gucken wir uns die nächste Maschine bitte an. Da, die sieht schon mal sehr abgefahren aus. Auch wenn die Perspektive falsch ist. Die Grafik nicht besonders sauber gemacht wurde. Aber gut. Pollution 4,44 hoffe ich mal. Ja, das ist ein Komma. Gut. Und da stellen wir aus Crushed Diamonds Diamond. Ne, aus Diamond Ore Crushed Diamonds her. Richtig? Ich teste mal. Diamond. Nicht useless, sondern das andere brauche ich. Ich brauche ganz normales Diamond Ore. Daraus wird Crush Diamond gemacht. Okay, du bist richtig breit. Du müsstest mehrere Kisten so auch aushalten. Du rein, du raus. Ja, da kommt jetzt Crush Diamonds raus. Wo ist der? Hier. Crushed. Ich hätte gerne Chunks. Was brauche ich für die Lasertürme? Polished oder Raw? Bei denen brauche ich Chunks oder Raw. Das ist jetzt komisch, dass man hier keine Chunks braucht, sondern nur Raw und Ruby. Also Chunks ist wohl das Einfachste. Danach kommt Raw, danach kommt Polished. Und ich würde eigentlich wahrscheinlich gerne die besten Türme haben, oder? 20 rote Chips für ein so ein dusseliges Ding. Oh, feier. Gut. Schmeiß den hier mal. Ach, du hast schon alle. Ja, hier kriegst du auch noch Speak-Module. Zack. So, verarbeitet die mal alle weiter. Haben wir noch mehr Diamond Ore? Nein. Useless Ruby Ore haben wir noch hier. Stell mal ein paar Steine her. Ist okay. Was sagt unser Stromverbrauch? Ist okay. Ist okay. Zong, 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 zong. Was ist mit der nächsten Maschine? Also wir haben jetzt einen Crusher und einen Grinder. Kompressor, der macht wahrscheinlich Raw. Und den Polisher.
Dafür brauchen wir. Oh, was brauchen wir da unten? Raw Diamonds. Ja, also brauchen wir erst den Kompressor. Dafür brauche ich einfach nur mehr Eisen. Das ist okay. Ja, oh, sehr schön. Es ist faszinierend, wie glücklich man werden kann, wenn man einfach nur viel Eisen. Oh. Wie glücklich man werden kann, wenn man schön viel Eisen sieht. Und wie traurig, wenn man keins mehr sieht. Also ja, die Arbeiten hier unten mit den Edelsteinen sind wichtig und richtig und interessant, aber ich sollte jetzt, sobald ich den Kompressor-Ding hier aufgebaut habe, was wieder mal ein bisschen dauert, hochgehen zu Erz 1. Weil ich denke, die Dinge, die wir aufgestellt haben, haben jetzt keinen oder kaum noch Erz unter sich. Dafür müssen die alle einmal umstellen und die Fließbänder neu machen und so weiter. Ist ja ein wenig doof, ja. So, wir haben jetzt 50 Crush Diamonds. Das heißt, wir setzen den Kompressor jetzt daneben. Dahin. Und der macht jetzt aus... Was? Chunks of Diamond. Was ist Crushed? Wie kriege ich aus Crushed normale Chunks? 2x Chunks of Diamond. Also, unten ist das, was reinkommt. Reinkommt ein Diamond Ore. Es kommen 2 Crushed Diamonds raus. Hier kommt ein Crushed Diamond rein und es kommen Chunks raus. Ich kann mir nur die Maschine nicht angucken, weil sobald ich mit dem Mauscursor runtergehe, ist das weg. Und das sieht alles aus wie ein Diamant. Das ist die falsche Maschine. Können wir dich vielleicht irgendwie umstellen? Warte mal, Rezept raus? Nee, du kannst wirklich nur Chunks machen. Okay, dann mach weiter Chunks. Quatsch. Stopp. Oh. Okay, das Ding ist für 2 Sachen wichtig. Okay, wir brauchen also noch mehr von denen. Erstmal hole ich die jetzt alle raus. Das Ding kann also sowohl die sinnlosen Erze zu Steinen zerklumpen, aber es kann auch die Crushed Diamonds zu Chunks machen. Okay, das heißt, wir müssen ein bisschen umbauen. Du weg. So. Dann kommst du. Yeah. Ich baue mal alles ab. Und dann stellen wir es da in die Mitte hin und nicht dazwischen. So. Gem Crusher war die Fabrik. Da tun wir ganz normales Erz rein. Sehr gut. Dann wird es von da aus weiter transportiert. Zu dem Grinder, diesem komischen Pylon hier. Du kannst es von da aus da reinlegen. Ernsthaft? Ne, ich kann dazwischen was bauen. Warum kann ich dich nicht hier hin? Dahin? Kann ich dazwischen eine Kiste setzen? Nein, okay, jetzt müsste es klappen. Also da... Wir machen es einfach jetzt mal mit. Welche Türme können wir bauen? Ich glaube, wir können die blauen bauen, ne? Ja, mit Saphiren wären das dann. Also du stellst bitte aus Saphir Erz Crushed Saphir her. Mit Speed. Die dazwischen können wir nichts drücken, ne? Nein. Dann gib mir bitte Saphir Erz. Das kommt hier in eine Kiste. Da in ein Ärmchen. Saphir-Erz. Das wird hergestellt. Wird rübergereicht. Und du machst jetzt bitte aus Crushed Saphir Chunks of Saphir. Ist das Saphir? Ja, Saphir. Da sind 8 Crushed Saphir. Brauchst Crushed Saphir. Ja, wusste ich's doch. Die haben größeren Abstand, als sie zeigen. So, du stellst jetzt damit auch mit Speed
Chunks her und Chunks werden geroht. kommt dahin. Kann ich kein Ärmchen zwischensetzen? Du da. Das wird wieder nicht hinhauen mit der. Oh. So. Gucken wir mal. Ja, es reicht nicht. Okay, Ärmchen. So. Du da, du da. Und diese lustige Kette bräuchten wir jetzt für jede Art von Mineral. Wenn wir. Was ist das? Wenn wir Raw herstellen wollen würden. Wir könnten theoretisch auch auf Polished gehen. Aber das ist schweineteuer. 15 mal Raw Sapphire. Ich glaube, ich bleibe bei Chunks. Der Sprung ist mir einfach zu hoch. Und ich denke mal, die werden jetzt nicht 15 mal so gut sein wie die Türme da. Ja, okay. Woran hapert's? Stein. Ja, hier. Und Speed. Trotzdem noch recht lange Wartezeit. Und wir haben nur zwei Chunks. Ah ne, die warten da, bis sie rein können. Und die warten da, bis sie rein können. Und du hast hier auch noch welche. Warum werden sie die jetzt nicht reingetan? Nein, nicht so. Du brauchst so einen. Was? Warum tust du jetzt das Saphirerz da nicht rein? Du brauchst Saphirerz. Die Maschinen funktionieren sehr komisch. Also ich kann es verstehen, dass er jetzt nichts produzieren würde. Crash Diamonds. Also wenn hier was drin ist, würde er es nicht weiterverarbeiten. Aber das Ärmchen kann es doch ruhig schon mal da reinlegen. Das macht es bei den Vanillamaschinen doch auch. Gib mir das Zeug, tu das da rein. Jetzt macht er das. Wollen wir doch alle verarschen. Long Output Insert. Der ist nicht mal ein halbes Ärmchen. Also wenn es ein halbes Ärmchen gewesen wäre, könnte ich verstehen, dass die Mods vielleicht... Nee, es ist dasselbe Mod, die können nicht inkompatibel sein. Komisch, komisch, komisch. Also ja, da entweder sind die komisch programmiert, erstellt oder wie auch immer. Oder ich stelle mich gerade ein bisschen dusselig an. So oder so finde ich die bisher nicht so wirklich toll gelöst. Aber na gut. Wir haben vier Raw und die werden nicht rausgenommen, weil die Kiste da nicht rankommt. Also nehme ich jetzt dich und leg da hinten eine Kiste hin. So. Soll wahrscheinlich eher von unten arbeiten bei den Dingern, ha? Huh? Problem ist, wenn ich von unten arbeite, kann ich die... Ja, unten haben wir das gleiche Problem. Da können wir die Maschine jetzt nicht direkt darunter setzen, weil die größer aussieht, als sie ist. Umgekehrt. Egal, wir haben jetzt vier von den tollen... Fünf von den Raw-Dingern, von den tollen Teilen da. Das heißt, ich kann jetzt zwei Türme bauen. Bau mal einen Turm, bitte. Ich will gucken, dass der 20 mal stärker ist als unsere Lasertürme. Wenn nicht, dann baue ich einfach 30 Reihen von normalen Lasertürmen. Dann können die ruhig kommen. Was steht da? Damage 5 plus 3. Shooting Speed 3. Okay. Ja. Also ich denke, mit einem ganz normalen Vanillaturm-Overkill müssten wir auch klarkommen. Aber ich habe noch nie gegen die absolut stärksten Beißer gekämpft. Ich weiß nicht, was davon zukommt. Es kann auch gut sein, dass wir 30er Reihen brauchen von diesen Lasertürmen, um überhaupt zu bestehen am Ende. Aber mal gucken. Wow. Okay. Der hier macht 8. Der da macht mir eben 20. Das ist fast dreimal so viel. Ja, was für eine Reichweite hast du? Sieht man nicht. Drain 25 Kilowatt ist schon mal mehr. Energy Consumption wesentlich weniger. Wie jetzt? Wir haben 113 Türme. Die ziehen im inaktiven Modus 676. Also die haben Drain von 6 Kilowatt. Ja, also der verbraucht im inaktiven Zustand viermal so viel wie ein normaler Turm. Und im aktiven verbraucht er dafür wesentlich weniger. Also man hat eine höhere durchgehende Belastung, aber wenn es zum Kampf kommt, braucht man nicht 300.000 Akkus, um einigermaßen lange schießen zu können. Okay, ist okay. So, wie verteilen wir die jetzt?
Aber wir werden nur ein, zwei davon bauen können. Dann haben wir irgendwann keine Edelsteine mehr. Und wir werden nicht so schnell eine endlose oder nahezu endlose Quelle von Edelsteinen haben. Das wird immer nur eine Handvoll Zeug sein. Also wenn wir nur eine Mauer hätten, die wir verteidigen müssten, hier zum Beispiel, dann könnten wir links ein, rechts ein, Mitte ein und dann nacheinander das verteilen. Aber wir haben viel mehr Fronten, von die sie kommen könnten.